Und ich kann Ihnen ehrenwörtlich versichern, zum Probieren war so gut wie überhaupt keine Zeit, sodass sich hier wieder mal bewahrheitet, wenn jemand improvisieren kann im 20. Jahrhundert, dann sind es die Jazzmusiker bis auf den heutigen Tag. Und Sie sehen, Vanessa Redgrave, Mario Adorf, alle scheinen ganz aus dem Häuschen zu sein.